Mehr Umsatz im Dropshipping durch die eigene Verantwortung. Heißt im Sinne von die Verantwortung übernehmen für dein eigenes Leben, für deine eigenen Taten, aber auch genauso für deine Mitarbeiter, was sie dort machen und so weiter. Ich bekomme es immer mehr mit, wie viele Dropshipper rumheulen wegen irgendwelchen gegebenen Situationen, die gerade stattfinden. Ne? Ob es jetzt die Pandemie ist, Putin, Merkel, iOS 14, was auch immer. Ist alles nicht so geil. Ne? Es trackt immer schlechter Facebook. Die Kosten werden immer höher und auf Pinterest kommen natürlich auch mehr Konkurrenten. Ist zwar immer noch sehr attraktiv, aber natürlich ist es alles nicht so geil. Aber die Kernmessage dieses Videos wird sein, so einfach, dass du es auch direkt begreifst. Und das ist das, was du am besten lernen solltest im Unternehmertum, weil ein Unternehmer heult nicht den ganzen Tag rum und sucht irgendwie die Schuld überall woanders, sondern ein Unternehmer unternimmt, deshalb auch der Name. Ja? Er unternimmt Dinge, um Probleme zu lösen. So. Und das ist das, was die meisten Menschen nicht machen. Die heulen einfach gerne lieber rum. Warum tun sie das Ganze? Weil es einfacher ist, dann die Schuld abzugeben. Es ist leichter. Es ist nicht so schwer für die. Und das Gehirn kann dadurch sehr viel mehr Energie sparen. Ja? Aber bringt dich halt einfach nicht voran. Deswegen ist es mega, mega wichtig, dass du weißt, wie genau du damit umgehst. Weil zum Beispiel bei mir auch in der Vergangenheit, im Dropshipping kommen immer wieder irgendwelche Hürden auf dich zu. Bei mir war es Tausende in den letzten 3 Jahren beziehungsweise in den letzten 5 Jahren an E-Commerce. Eine davon war zum Beispiel die Paypal-Sperrung. Das war übelst abgefuckt, ne? Und wenn deine ganze Identität gesperrt wird, deine persönliche, weil du ein paar Fehler gemacht hast, die du vorher nicht sehen konntest, da kannst du natürlich schnell die Schuld abwälzen und sagen, ja, PayPal ist schuld, PayPal ist schlimm, mein Hersteller ist schlimm, die haben Schuld und so weiter, aber dann hast du selber nicht mehr die Macht über deine Situation. Und das ist das, was du verstehen musst. Wenn du selbst dir selbst die Schuld gibst, beziehungsweise die Verantwortung, die du übernehmen kannst als Unternehmer, dann weißt du einfach auch, okay, woran du, an welchen Stellschrauben wieder arbeiten kannst. Ne? Als Beispiel mit dem Hersteller bei mir damals auch, der zu viele schlechte Produkte rausgesendet hat. Dadurch habe ich extrem viel Retouren bekommen, extrem viel Minus gemacht. Und aus diesen 100.000 Gewinnen in 2 Monaten wurden zum Beispiel 20.000. Ich hätte jetzt die Schuld ganz easy einfach abgeben können und sagen können, okay, Hersteller ist schuld. Habe ich nicht gemacht, das habe ich gemacht. Das alles selbst in die Hand genommen und gesagt, wie kann ich das nächstes Mal verbessern? Und dann wirklich Lösungen sofort dafür gesucht, um das nächste Mal nicht wieder in diese Trap reinzufallen. Ne? Also wirklich immer, geh da mit einem guten Mindset rein und sag einfach, wie kann ich daraus lernen? Wie kann ich daraus Kraft schöpfen und welche Option bietet mir das Leben jetzt quasi, das Unternehmertum, dieses Business, um daraus zu lernen und das nächste Mal nicht wieder den gleichen Fehler zu machen, weil das ist dann echt bescheuert, wenn du jedes Mal wieder den gleichen Fehler machst. Ein anderer Punkt, der mich auch ziemlich natürlich abgefuckt hat, weil ich bin jetzt kein Buddha, den alles kalt lässt, so, das würde ich dir auch nicht raten, weil irgendwelche Emotionen zu unterdrücken ist nie gesund, aber einen anderen Punkt hatte ich, dass ich bei Upwork einen Mitarbeiter hatte, ne, im Customer Support, der hatte mich monatelang beklaut und das war auch wieder mein eigener Fehler. Da waren mehrere tausend Euro, die er geklaut hatte sozusagen. Ich sehe es dann so ein bisschen, okay, eine Spende nach Philippinen, also kann man alles irgendwie flippen, dass man nicht zu sehr, dass das eigentlich zu sehr stört sozusagen. Aber natürlich war das alles nicht freiwillig. Also ich hätte ihm das ja auch freiwillig spenden können. Das war ja eigentlich dann eine Arbeit, die er nicht vollbracht hat, wo er mir das Geld dann aus der Tasche gezogen hat sozusagen. Aber es war wieder hier meine eigene Schuld, wo ich dann das hätte besser überprüfen können jede Woche. Ne? Das heißt, lern einfach aus der Geschichte und übernimm die Verantwortung komplett für alles in deinem Leben. Und somit gibst du auch nicht die Macht ab und bist auch nicht unattraktiv bei deinen Mitmenschen. Weil es ist extrem unattraktiv, wenn du immer nur am Rumheulen bist, im Unternehmertum, aber auch bei all deinen Mitmenschen, Freunden, Familienmitgliedern und so weiter. Und wenn du auch wieder mehr Kontrolle haben willst in deinem Dropshipping-Business, aber es gibt natürlich viele Fallstricke, wie mit iOS 14 und so weiter, die steigenden Shippingpreise jetzt gerade auch, oder auch die schlechten Lieferbedingungen, quasi die langen Lieferzeiten. Wenn du das alles verbessern willst und dabei Hilfe brauchst, schau gerne auf mickdietrichs.de vorbei. Dann werden wir mal 5 bis 10 Minuten miteinander sprechen und dein Dropshipping-Business aufs nächste Level bringen, aber auch dein Mindset, damit du nicht mehr so viel rumholst und die Verantwortung selbst für dein Leben übernimmst und auch genau weißt, an welchen Stellschrauben zu schrauben ist, aber auch ein Feedback-System für dich selbst hast, dass du weißt, wie kannst du überhaupt aus solchen Scheißsituationen lernen, weil am Ende des Tages sind es irgendwo immer noch Scheißsituationen. Deshalb, peace out.